Wir sind tief unter der Erde im Tunnelsystem der Pekinger U-Bahn, das in Wahrheit auch ein gigantischer Atombunker ist. Genau so ist es. Während der Kulturrevolution hat Mao Zedong den Ausbau dieser U-Bahn und dieser Bunker geradezu forciert. Denn China stand damals am Rande eines Krieges mit der Sowjetunion. Die Kämpfe waren am Usul schon ausgebrochen zwischen den chinesischen Rotgardisten und zwischen Soldaten der Roten Armee. Und als Deutscher wurde man immer angesprochen darauf, dass wir doch einen gemeinsamen Gegner hätten, nämlich den Polarbären, den russischen Bären im Norden. Und Mao Zedong hätte damals, obwohl er 1974 seine erste Atombombe zündete, einen Atomkrieg durchaus in Kauf genommen. Er zählte darauf, dass er 1 Milliarde Menschen hätte. Einen Teil hätte er versucht, hier zu schützen in diesen Bunkern. Und am Ende hätte er die Sowjetunion gewissermaßen überlebt. Als ein Beweis, sagen wir, für die Klugheit der heutigen chinesischen Diplomatie und Strategie, dass sie die Beziehungen zu Russland völlig geglättet hat, dass sie sogar mit Russland gemeinsame Manöver durchführt, um nicht in einen Zwei-Fronten-Krieg verwickelt zu werden, denn die wirkliche Bedrohung ist weiterhin Amerika mit der offenen Taiwan-Frage. Und eines muss man da feststellen. Eine Macht, die in Vietnam gescheitert ist, die wird nicht in der Lage sein, die Volksrepublik China in die Knie zu zwingen. Erstaunlich ist die strategische Annäherung, die unlängst zwischen Moskau und Peking stattgefunden hat. Sie äußert sich in gemeinsamen Manövern längs der Pazifikküste zwischen der Shandong-Halbinsel und Vladivostok, aber auch südlich des Ural im Raum von Chelyabinsk im Rahmen der sogenannten Shanghai-Organisation. Angesichts einer ganzen Serie amerikanischer Einschüchterungen, die von den beiden asiatischen Kontinentalmächten als Provokation empfunden werden, haben Peking und Moskau eine Art Zweckbilanz geschlossen. Sie wollen sich auf keinen Fall der Gefahr eines Zwei-Fronten-Konflikts aussetzen. Als Folge des eigenen diplomatischen Unvermögens hat Amerika heute das Nachsehen. Die Flexibilität ist natürlich auch heute im Weltgefüge der Macht ungeheuer wertvoll. Ja, und welche Rolle wird China in diesem Gefüge spielen, deiner Meinung nach? Sie wird, wie gesagt, außerordentlich geschmeidig. Agieren. Sie haben keine Zurückgreifung auf die Theorien des Strategen Sun Tzu, der etwa 500 Jahre vor Christus gelebt hat, aber der noch Napoleon inspiriert hat. Und sie wird niemals so, wie es die Russen gemacht haben, damals mit den Amerikanern technisch gleichzuziehen. Diese Übertechnisierung der Amerikaner wird ihnen ja zum Verhängnis, wie man jetzt im Irak gesehen hat, sondern sie werden sich natürlich auch auf die Verteidigung bzw. die Rückeroberung, wenn es notwendig würde, von Taiwan einrichten. Und es gibt bereits Studien in Amerika von der Rand Corporation, dass die Chinesen damit eventuell fertig werden könnte, indem sie diese Dinosaurier, die amerikanischen Flugzeugträger, doch ordentlich schwächen und treffen.